So, und wir machen direkt weiter. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Digital Office, da denken die meisten ja an diesen typischen Schreibtischberuf. Ob der jetzt aus dem Homeoffice ist oder aus dem Büro oder hybrid. Das klappt aber auch zum Beispiel im Handwerk. Und da ist unser nächster Sprecher jetzt das beste Beispiel. Heinrich Schimmel, dreifacher Handwerksmeister und seit 35 Jahren selbstständiger Unternehmer, hat aus seinem Unternehmen ein Living Lab für das Forschungsprojekt Smart AI Work gemacht. Das klingt super spannend, was sich dahinter verbirgt. Das wird er uns jetzt berichten. Ich freue mich sehr und übergebe Halle, Herr Schimmel. Einen schönen guten Tag in die Runde. Wunderbar, wir können Sie hören und sehen und dann würde ich sagen, legen Sie gerne direkt los. Wunderbar. So, vielleicht noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Mein Name ist Heinrich Schimmel. Wir haben ein Unternehmen in der vierten Generation. Mein Sohn ist jetzt auch schon ein Unternehmen. Wir erstellen Dienstleistungen im Bereich Handwerk und da speziell in dem Bereich Bad und Heizung, sind aber schon ein bisschen außergewöhnlich, weil wir seit ungefähr 20 Jahren, 15 Jahren in der Effizienz der Arbeitsabläufe praktisch tätig sind. Und gibt es aber auch eine nicht so schöne Vorgeschichte. Das heißt, ich hatte auch vor 15 Jahren so ein Burnout. Waren da schon in der Prozessoptimierung immer tätig, aber das war so der richtige, ich sag mal, Moment, der im Grunde genommen auch dazu geführt hat, dass wir in dieses Thema intensiver einsteigen. Vielleicht nochmal zu unserer Firma. Wir sind in Bayern ganz oben in Hof, arbeiten aber im Grunde genommen über verschiedene Forschungsprojekte seit, wie gesagt, 12 Jahren jetzt in verschiedenen großen Forschungsprojekten und sind eben das, wie schon vorgestellt, das Living Lab, das Live-Labor für die Arbeitsabläufe, die im Handwerk vorangetrieben werden. So, ich möchte Sie heute mal auf eine kleine Reise mitnehmen und möchte Ihnen mal aufzeigen, wie im Grunde genommen die Handwerksabläufe sich in den letzten Jahren verändert haben. Wir werden gleich ein bisschen tiefer einsteigen und schauen uns mal an, das ist so die Übersichtsgrafik und gehen dann mal da konkret in den Ablauf hinein, wie zwischen 1950 bis 2020 sich die Arbeitsabläufe so aufgeteilt haben. Und man sieht schon in dieser kleinen Grafik, wir bezeichnen das als 100% Effizienz und 100% Kosten. Und da haben halt die Handwerker kreuz die quer mit den Hausverwaltungen, Handel, Generalunternehmer, Politik, Gesetzgebung, BIM sehen wir da, Building Information Modeling, zusammengearbeitet. Das war recht okay, ging für diese Jahrzehnte ganz gut. Aber jetzt sehen wir hier unten, es ist eben eine große Aufgabe in Deutschland, das ist so ein 300 Milliarden Euro Markt, wenn die Dimension auch ein bisschen wahrnimmt. Und wir haben so 21 Millionen Gebäude, die zur Sanierung anstehen. Und in Europa sind es 90 Millionen Gebäude, die energieeffizient saniert werden müssen. Das ist ein Geschäftsfeld. Wir werden aber da noch ein bisschen näher drauf einsteigen. Man sieht hier drei Themen: Problemstellung, Ziele, Prozessarchitektur. Und gucken uns einfach mal das erste Problem an, das große Problem. Und das sehen Sie euch hier auf dem Bildschirm: komplexer werdende Produkte und Dienstleistungen. Das kennt jeder. Bestehende Vollauslastung, weiter steigende Nachwuchs- und Fachkräftemangel, notwendige Kostenreduzierung, sehr, sehr wichtig. Und natürlich, das kennen wir auch, im Grunde die Umweltbelastung ist natürlich im Grunde genommen zu perfektionieren. Und wir haben natürlich sehr viel CO2-Ausstoß, den wir optimieren müssen. Durch bessere Gebäude können wir das im Grunde genommen, effizienter Gebäude können wir das machen. Wie wir das erreichen, ist so eine große Aufgabe. Und da muss man im Grunde ein bisschen anders arbeiten, ein bisschen anders vorangehen. Die bisherigen Prozessablaufsysteme am Bau funktionieren wie folgt. Man schaut sich einfach an, dass man die Fehler, die man gemacht hat, sammelt. Aber wir haben ein System entwickelt, welches eben die Fehlervermeidung ganz vorne hinstellt und nach Prozessen eben arbeiten. Und dann hat man eben anstelle Fehlerbehebung. So, und jetzt haben wir das erste große Problem schon gesehen. Wir haben Nachwuchskräftemangel, wir haben Vollbeschäftigung. Und das ist einfach das Ziel. Man muss eben den Umsatz pro Beschäftigten, pro Handwerker nach oben treiben. Also ein normaler Handwerksbetrieb macht so 100.000 Euro am Bau. Ein guter 150.000, dann mit ein bisschen Optimierung 250.000. Wir in unserem Unternehmen machen ca. 340.000 Euro pro Beschäftigten Umsatz. Also schon mal so eine Nummer, da kann man schon ganz gut sehen. Und wie schaffen wir das Ganze? Das heißt also, wir
arbeiten im Grunde komplett nach einem Prozessablauf, den wir entwickelt haben, nach der Customer Journey, der Kundenreise im Grunde genommen. Ja, die kennt eigentlich jeder, wenn Sie heute ins Web gehen, gerade zu Corona-Zeiten. Sie haben irgendwo eine Idee, latentes Interesse, Problemerkennung, Suche nach Experten, da gehen Sie ins Web rein, generieren ein Lead. So, und danach wird die Luft sehr dünn. Und das hier ist eben dieser Handwerksprozess, der aber in der ganzen Customer Journey entlang der Wertschöpfungsprozesskette arbeitet. Und das ist natürlich dann, sind 3700 digitale Punkte, die wir strukturiert erfasst haben, die Prozesse dazu und die ganzen Dokumente kodiert haben. Und das ist also ein Weg, der dazu geführt, dass man eben viel, viel effizienter arbeiten kann. Schauen wir mal weiter. Wie geht es dann weiter? Wenn ich jetzt einen Prozess habe, das ist hier mal das Beispiel, dann kann ich allein schon nach, wenn ich eine Prozessoptimierung habe, habe ich einfach eine Effizienzverbesserung von ca. 60% und die Kostenreduzierung schon mal 8%. Da sind wir noch gar nicht in AI und auch noch gar nicht in Gaia-X-Projekt drin, sondern wir sind einfach in der Perfektionierung dieser Abläufe. Man sieht hier mal so einen ganz kleinen Prozess, auch ein bisschen näher, wer sich mit Prozessen auskennt. Das sind einfach digitale Punkte. Und dazu gibt es eben dann Dokumente und Schritte, die man beachten sollte. So, konzentriert haben wir uns auf Projekte, die im Grunde genommen sehr häufig vorkommen. Also das ist immer so auch ein Thema, wenn man mit AI weiterarbeiten möchte, sollte man schon Projekte haben, die extrem häufig vorkommen. Also Sie sehen schon hier im Mittel, ca. 1 Million Mal kommt so ein Projekt vor. Und das ist eben wichtig, das kann man jetzt hier an den Kurztext, den Sie dann auch nach dem Vortrag sich anschauen können, dass eben es eine Teamaufgabe ist, ein Bauprojekt und diese Bauprojekte im Grunde genommen dann natürlich entlang dieser Customer Journey und der Kundenreise bearbeitet werden müssen. So, schauen wir uns das mal näher an. Wie schaut so ein Beispiel, kleines Beispiel aus? Also wir haben da oben wieder unsere Customer Journey, ja, und haben da mal etwas größer gesehen, einen Prozessablauf. Und Sie sehen jetzt schon, das ist nur ein kleines Beispiel, jetzt mit Normungen. Das heißt also, Sie haben entlang der Customer Journey haben Sie dann verschiedene Normungen, die gelten, um im Grunde genommen in dieser Prozessphase, die wir hier oben sehen, dann auch wirken. Wer mit Normen zu tun hat, weiß das. Es sind ja immer nur Teilaspekte, die gezeigt werden. Unsere Zielsetzung ist, dass diese Normung auch lesbar wird, maschinelles Lesen, und auch verstehbar wird, also intelligent wird. Da sind wir gut dabei, haben verschiedene kleine Beispiele entwickelt, die da schon laufen und im nächsten Forschungsprojekt eben vorangetrieben werden. So, dann gehen wir mal wieder einen Schritt weiter und schauen uns einfach mal an. Der Zwischenschritt, also es ist ganz wichtig, der Weg zur KI geht nicht von heute auf morgen, sondern der geht im Grunde in verschiedenen Etappen. Und da stelle ich Ihnen einfach mal vor, was wir da als Zwischenschritt entwickelt haben. Das ist also ein Projektmanager. Wir haben noch eine zweite Firma, habe ich, das ist die Firma Ecuro. Und die macht nichts anderes, also dass man, jeder Handwerker kann heute schon, der am Bau tätig ist, kann hier ein Projekt anlegen, kann kostenlos mit dem Portal arbeiten, kann dann das Projekt anlegen, das Projektteam zusammenstellen, kann die Einzelprojektübersicht, die Dokumente dazu sauber strukturiert abladen, kann Ausführungspläne für jeden zugänglich machen und kann ganz zum Schluss den digitalen Zwilling erzeugen. Das heißt also, man hat dann eine komplette Übersicht über das gesamte Projekt mit den notwendigen Ersatzteilen, Dokumentationen und Hyperlinks für Ersatzteile, die man dazu braucht. Natürlich ist es dann so, dass wir viel mehr Effizienz erzielen und auch schneller werden. So, gucken wir uns das mal nächsten Schritt an, wie das dann weitergeht. Jetzt ist so ein Zwischenschritt, der notwendig ist. Also man hat im Grunde genommen in der Branche natürlich extrem viele Beschäftigte. Sie sehen es da unten, ca. 6 Millionen Beschäftigte müssen auf diesen Weg gebracht werden. Es muss Webinare geben, Seminare. Also die ganze Ausbildungswelt muss sich verändern und eben entlang des Prozesses. Man kann aber schon mal erkennen, man hat jetzt einen großen Effizienzzuwachs, wenn man allein die Kenntnisse über die Prozesse hat, die Schritte, und man hat schon mal eine extreme Kosteneinsparung für den Betrieb, wie aber auch für den Enduser, für den Kunden. Ich werde es gleich an zwei Beispielen mal darstellen, wie dann das auch sich auswirkt. So. Und die Endziel ist im Grunde genommen dieses hier. Das heißt also, wir arbeiten
in jetzt weiteren Forschungsprojekten daran, wie wir den Albert, einen digitalen Avatar als Projekt- und Sprachassistent generieren, der aber im Grunde genommen aus semantischer KI, aus Lernen von Texten, Lernen von Sprache, im Grunde genommen dieses Wissen, was entlang dieses Prozesses notwendig ist, 24/7 vorhanden ist. Der ist nicht im Urlaub, der macht nicht krank, der ist immer voll da, ist auch nicht in irgendeiner Schwächeperiode. Nein, er hat ein volles Verständnis für diese Prozesse und kann natürlich dieses dann viel, viel schneller abwickeln. Das heißt also, die Kosteneinsparungen werden damit im Grunde genommen auf bis zu 30% hochgebracht, die ich im Grunde in Bauprozessen vereinfachen kann. Und die Kosteneinsparende Administration natürlich noch viel, viel mehr, das ist klar. Und da fehlen uns auch die Fachkräfte. Das ist also auf beiden Seiten, nicht nur in der Realisierung von Handwerksdienstleistungen, sondern auch in der Administration. So, und wie gesagt, wir befassen uns hauptsächlich mit diesen Projekten hier. Das ist die Hauptgeschäftsfelder, die am Bau notwendig sind und die auch realisiert werden müssen. Dann will ich Ihnen zwei Beispiele mal zeigen. Das heißt, wenn man jetzt ein Bad modernisiert, ganz simples Beispiel, das Bad hat vorher gekostet 32.000 Euro, durch perfekte Prozessabläufe entlang der Customer Journey, das geht vom Lead generieren los, von Lead bearbeiten, von der Dokumentation des Projektes bis in die ganzen Prozesse hinein, Arbeitsdienstleistungen, Pläne erstellen, Pläne dokumentieren, Handwerksinformationen geben, Erklärfilme für den Monteure während der Bauzeit, kann ich natürlich eine erhebliche Kostenreduzierung erzielen und bin dann natürlich gleich mal so 15%, 20% unter dem, was ich normal für diese Dienstleistung verlangen muss. Und das ist natürlich eine erfüllte Einsparung, die ich damit erziele. Dasselbe gilt im Grunde genommen für ein Effizienzhaus. Das ist eine große Aufgabe. Sie haben es jetzt vorige Woche aktuell. Der BGH hat geurteilt, die Klimaschutzziele müssen nachgebessert werden. Das ist zum Beispiel das entscheidende Werkzeug. Also wenn ich mit der Frau Merkel sprechen könnte, würde ich ihr das sagen oder anderen Politikern. Ganz einfach, man kann die Prozessarchitektur von einem Effizienzhaus extrem verbessern durch die Bearbeitung der Customer Journey in einen digitalen Prozess mit Systemen und kann natürlich dann auch hier Kostenreduzierung erzielen. Und dann können wir unsere Klimaschutzziele erreichen. Sie haben es eingangs, wenn Sie noch daran denken, wir haben 21 Millionen Gebäude, die zum KfW-Effizienzhaus in Deutschland gebracht werden müssen und ca. 90 Millionen, die im Grunde genommen in Europa zu sanieren sind. So, jetzt kommen wir mal so langsam zum Endergebnis und gucken uns noch mal ein bisschen an, was wir jetzt in dem nächsten Forschungsprojekt, da läuft jetzt die Ausschreibung, heute Nacht wird es online gestellt, morgen ist die Projektskizze praktisch online und wir hoffen, dass wir bei der Ausschreibung gewinnen. Vielleicht für alle, die so nicht ganz in dem Thema drin sind, die Gaia-X besteht eigentlich aus 10 Domänen. Unser System, also wir befassen uns hauptsächlich, wir werden es gleich noch etwas grafisch besser sehen, wir sind im Smart Living Sektor tätig, aber das ganze System arbeitet übergreifend für Außenfortbildung, wir brauchen es nicht genau erkennen können, für Energie, für den gesamten Prozess des Gebäudes, also das heißt, man hat viele, viele Themen, wo wir tätig sind, ja. Und das ist jetzt so die Gesamtansicht. Wir haben dann dieses kleine Feld hier, wir werden es gleich nochmal etwas größer sehen, im Smart AI. X heißt es bei uns, Smart AI X, Bauen, Wohnen, Leben. Und ich zeige gleich mal in der nächsten Grafik noch ein bisschen deutlicher, wie sich das Ganze dann systematisch aufbaut, bis hin zum Avatar, zum Sprachassistent, zum Projektassistent Albert. Gucken wir uns mal die nächste Grafik an. Schauen uns aber erstmal an, wie im Grunde Sie im Forschungsprojekt auch helfen könnten. Das heißt also, wer Interesse hat, kann im Grunde genommen in der Gaia-X-Domainstudie mithelfen. Das heißt also, wer Kenntnisse hat in diesem Bereich, kann uns damit helfen. Er kann auch an Workshops teilnehmen. Er kann an diesen Business-Modellen mitarbeiten. Er kann aber auch an den Use-Cases arbeiten, die mit dem Thema Effizienzhaus und Smart Home zu tun haben. So, gucken wir uns das noch einmal etwas näher an. Da bin ich, sehe ich gerade, ich gehe noch mal kurz zurück. Ich bin also eine Folie übersprungen und muss Ihnen noch mal eine Folie zurückgehen. Das heißt also, wir gehen noch mal ein bisschen näher ran und schauen uns mal das an. Das heißt also, hier in diesem System, in dieser
bei diesem Albert wird nichts anderes gemacht, als alle Datenflüsse werden im Grunde genommen durch Gaia-X über kryptografische Systeme praktisch so zerlegt, dass eine Datensouveränität von den Daten hin zum Albert und zum konkreten Projekt stattfindet. Genauso aber, schauen wir uns jetzt hier unten nochmal an, passiert folgendermaßen über kompatible Systeme von allen Betriebssystemen, die es auf dem Markt gibt, werden auch die Daten verbunden. Das heißt also, im Gegensatz zu bestehenden Systemen, die auf dem Weltmarkt bestehen, wie im Grunde genommen Google, wie verschiedene asiatische Systeme, werden eben hier in einem datensouveränen System, wird dieses Ganze geschützt. Und das ist ja eigentlich die große Aufgabe von Gaia-X, dass man in einem datensouveränen Raum sich bewegt und da im Grunde genommen auch dann sicher sein Projekt abwickeln kann. Das heißt also, man kann innerhalb eines geschützten Raumes sich bewegen, ohne dass man die Daten wohin laufen, das wissen wir alle, wo sie bei verschiedenen Systemen hinlaufen. Und wir haben uns so das Ziel gesetzt, wie Google praktisch in der Suchmaschine sind wir das System, wie ich eben Projektbearbeitung datensouverän praktisch abwickeln kann. So, das war im Grunde genommen mal diese Gesamtübersicht. Natürlich ist keine Vollzähligkeit, ist auch nur 20 Minuten Zeit gewesen, Ihnen das mal vorzustellen. Und wie gesagt, wenn Sie sich da näher interessieren, können Sie gerne mal mir ein Mail schreiben. Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, sehen wir hier nochmal. Der kann sich gerne, hier unten steht meine Mailadresse, der kann sich bei mir melden. Wir haben, wie gesagt, hier drei Firmen im Hause, wo ich Geschäftsführer bin. Einmal die Plattform Ecuro, der digitale Bauprojektmanager, dann die Bad- und Heizung Schimmel, ein Haustechnikunternehmen, das Bad und Heizung eben baut. Und dann haben wir noch ein reines Ingenieurbüro, die Energieeinsparung Oberflanken. So, und dann will ich zum Ende kommen, zeige ich nochmal so ein bisschen meinen Lebenslauf. Also wie gesagt, ich wurde schon vorgestellt, war, glaube ich, sehr lange Deutschlands jüngster Handwerksmeister mit 4 Handwerkstiteln, also mit 23, jetzt bin ich 61, habe ich schon 4 Handwerkstitel gehabt, bin aber auch mein Hobby, das sieht man da unten ganz gut, Langstreckenlauf, Triathlon, habe auch einen Ironman schon hinter mir und 60 Marathons. Also das ist aber vergleichbar, das System, diese Arbeit, diese Zeitreise, die ich jetzt mal mitnehmen durfte, ist wie ein Marathonlauf, wie ein Triathlon, wie ein Ironman. Das heißt also, man muss da langen Atem haben und es geht über einen Zyklus mindestens jetzt noch von 10, 12, 14 Jahren bis das System praktisch perfekt läuft. Aber wie gesagt, wir haben Zwischenschritte, wo wir jeden, der im Grunde genommen an dem Projekt beteiligt ist und auch die Nutzer, das sind jetzt End-User, wie aber auch Bauunternehmen, Handwerksunternehmen, die können im Grunde genommen hier von uns mit diesem System bedient werden. So, damit würde ich schließen und würde Fragen gerne zulassen, beziehungsweise ich glaube, es ist im Chat einige Fragen und das wäre jetzt mein Beitrag gewesen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen gut helfen. Das auf jeden Fall, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Schimmel, und sehr beeindruckend, was Sie da mit diesen Forschungsprojekten auf die Beine gestellt haben. Ich habe direkt eine Frage an Sie, und zwar, Sie haben es ja gerade sehr schön verglichen mit dem Marathonlauf, also dass eben das ganze Thema Digitalisierung mal nicht von heute auf morgen gemacht ist. Jetzt haben ja viele Handwerker und viele Handwerksbetriebe die Auftragsbücher gut voll, und es ist vielleicht noch nicht so ganz der Leidensdruck da, um eben in die digitale Transformation einzusteigen, um sich Geschäftsprozesse anzuschauen und auch zu verbessern. Warum sollte ich trotzdem starten jetzt, auch wenn ich weiß, ich habe vielleicht noch 15 Jahre Marathonlauf vor mir? Also vielleicht für uns sind es noch 15 Jahre Arbeit, bis wir das, ich sage es einfach mal so, perfektioniert haben, dass wir den Avatar Albert laufen haben. Um Gottes Willen, der Handwerker ist ja ein Nutzer des Systems, der hat natürlich sehr, sehr wenig Aufwand, muss eigentlich das System über die nächsten Jahre nur, ich sag mal, verfolgen und begleiten und kann jetzt heute schon auf der Plattform Ecuro kann den Projektmanager schon nutzen. Wichtig ist, das haben Sie gut angesprochen, das Thema ist eigentlich so, Erfolg macht träge. Das Handwerk hat volle Auftragsbücher und dadurch im Grunde genommen ist es ein Problem, dass sie im Grunde genommen daran denken an morgen und übermorgen. Und das ist wirklich ein großes Problem. Deswegen einsteigen in das System, Projekte digital schon mal bearbeiten. Im Ecuro Projektmanager kann man das machen und einfach intensiv
an den eigenen Prozessen arbeiten. Jeder hat so ein bisschen individuelle eigene Prozesse. Wir machen, man kann es nach dem Pareto-Prinzip, dieser Gesamtprozess ist nach dem Pareto-Prinzip strukturiert. Und man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man den nutzt und macht dann sein individuelles Feintuning im Hause, was jedes Unternehmen eigentlich hat. Aber wie gesagt, konkret nach Geschäftsfeldern. Das ist wichtig, also man arbeitet konkret nach Geschäftsfeldern, die wir gezeigt haben. Dazu ist dieses Prozessmanagementsystem wichtig. Und tatsächlich so, Sie haben nicht nur die nicht nur der Handwerker ist träge und hat volle Auftragsbücher, aber der Marktdruck wird vom Kunden her auch kommen. Der Kunde wünscht sich bessere Duplizierung, bessere Sichtbarkeit den gebäudedigitalen Zwilling. Also er möchte Ersatzteilsicherheit haben. Er möchte wissen, wie wird das System gepflegt und gehegt und langlebig gemacht. Und das machen eben diese Systeme, also hier die Plattform Ecuro, dass ich eben eine Dokumentation habe von den gesamten eingebauten Artikeln und Teilen. Und das ist natürlich ein langer Weg, den auch jeder Handwerker beachten soll, dass er das auch für seine Kunden dann auch leistet. Ich hätte noch eine Frage, Herr Schimmel. Vielleicht eine kurze Antwort. Welche Fähigkeiten, Kompetenz braucht eigentlich ein Lehrling heutzutage, der im Handwerk einsteigt? Findet die digitale Transformation da auf der Arbeitsebene auch bereits schon sehr stark statt? Also absolut. Ich bin ja ein Digital Immigrant, also das heißt, ich bin ja eine andere Generation und ein Lehrling hat heute natürlich eine App, also diese Plattform hat eine App. Es wird auch den Sprachassistenten so geben, dass er Fragen und Antworten geben kann. Das ist ja ganz klar. Ein Avatar kann konkrete Antworten geben, kann ihnen helfen. Und er braucht keine speziellen Ausbildungen, weil das System selbsterklärend ist. Also das heißt, wir arbeiten immer in diesem Projekt, das wir jetzt vorantreiben, daran, dass das alles selbsterklärend ist. Und der Sprachassistent ist natürlich so aufgebaut, dass er mit sich der Lehrling wie auch der Digital Immigrant, der Handwerker, kann sich mit dem System unterhalten und kann Informationen ziehen. Wichtig ist aber einfach, dass man grundsätzlich eine saubere Dokumentation des Gesamtprojektes bereits digital jetzt schon lösen kann. Und dadurch, das habe ich angezeigt in der zweiten, dritten Folie, dass man 8% Kostenreduzierungen alleine erzielt, dass man das Projekt digital abarbeitet. Das ist eigentlich im Grunde genommen schon mal die erste Botschaft. Und der Handwerker wird es leicht haben, weil er im Grunde vom System geschult wird. Das ist auch ein, deswegen haben wir auch in der Gaia X auch die Überschneidung zur Aus- und Fortbildung, dass der Avatar Albert ist auch ein lernendes System, was auch die Aus- und Fortbildung vorantreiben wird. Sehr, sehr spannend. Tolles Projekt. Vielen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben und uns den Einblick gegeben haben. Heinrich Schimmel, geschäftsführender Gesellschafter von Bad und Heizing Schimmel. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und weiterhin viel Erfolg bei dem Projekt. Wir werden es weiter begleiten.